So, hallo Leute und herzlich willkommen hier zur 7. Herausforderung bei Magic the Gathering 2013. Verzweifelte Maßnahmen. Ura, Brask, Bosch und Schatten des Todes. Kannst du mit ihnen in diesem Zug gewinnen? Ja, das kann man, wenn man so grob einen Plan hat, worauf das Ganze hinausläuft. Wir haben hier einmal den Schatten des Todes. Der erhält minus x minus x, wobei x mein Lebenspunktestand ist. So, ist jetzt derzeit bei 1-1. Dann haben wir hier noch einen Bosch, der Eisengolem, mit Trampelschaden und einer Fähigkeit, die wir hier in diesem Spiel nicht verwenden. Und dann haben wir hier noch Ura, Brask, der Versteckte. Alle meine Kreaturen haben Eile. Und Kreaturen, die der Gegner kontrolliert, kommen getappt ins Spiel. So, das ist dieser Prätor, den wir ja aus einem der letzten Teile kennen. So, was machen wir jetzt hier? Wir spielen Phyrexianischen Verwerter. Wenn der ins Spiel kommt, kann ich eine beliebige Anzahl an Lebenspunkten bezahlen, um dann die Fähigkeit nutzen zu können. Allerdings spielen wir das hier einfach nur aus dem Grund, um unseren Schatten des Todes stärker zu machen. Wir zahlen 7 Lebenspunkte. Dadurch wird er stärker. Um 7. Und da haben wir, wo ist er denn? Da haben wir hier noch das Erdbeben. Fügt allen Spielern und allen nicht fliegenden Kreaturen x Schadenspunkte zu. So. Haben wir jetzt hier die zwei Grünen. Die wollen wir damit aus dem Weg räumen. Unser geht jetzt hier dann auch drauf, aber das ist nicht so schlimm. Mit 4. Damit haben wir dann noch einen Lebenspunkt übrig. Das reicht, um zum Gewinnen. Und jetzt kommt hier das Schild des Glaubens. Eine bleibende Karte meiner Wahl, die ich kontrolliere, erhält bis zum Ende des Zuges Schutz vor einer Farbe, die ich bestimme. Und da wir weniger als 5 Lebenspunkte haben, erhalten alle bleibenden Karten, die wir kontrollieren, Schutz vor dieser Farbe. Die spielen wir natürlich, ist jetzt egal, wen wir hier anwählen, da ihr alle den Effekt bekommen. Und wir wählen natürlich blau, da er nur blaue Karten hat, zum Blocken. Und dann greifen wir mit den beiden Karten an. Sind zusammen 18 Schadenspunkte. Ja. Damit wäre die Herausforderung geschafft. Einmal 6, einmal 12. Herausforderung erledigt. Ja, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch soweit helfen und ihr seid in einem der nächsten Parts dabei oder in einem einer anderen Videos. Und bis dahin, macht es gut.